herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims Mobile. Es hat ewig gedauert und es ist viel passiert und hat sich viel verändert. Aber nachdem dann mein Spielstand auch mal zurückgesetzt wurde und ich seitdem versucht habe, irgendwie wieder ein bisschen was gut zu machen, nachdem ich nämlich das Haus umgebaut hatte und alles weg war, und das hat mich so angepisst, da hatte ich keinen Bock, was aufzunehmen. Aber jetzt habe ich es auch im Handy mal eingestellt. Ich werde das auf dem Tablet nicht mehr anfassen. Ich werde das da auch deinstallieren. Also eine einzige Katastrophe. Aber wir sind wieder hier. Und ihr seht die liebe Luisa. Ich habe ja die hier übernommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich genau stehen geblieben bin. Auf jeden Fall wäre mir das gute Erziehungsmerkmal. Charismatisch, ehrgeizig, großzügig und Glückspilz. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch einfach mal den Fortschritt, den ich bis jetzt habe, unabhängig davon, wie lange das dauert. Also es werden wahrscheinlich nur 10 Minuten statt 20, aber damit man erstmal was hat, weil mein Timer ist ja eigentlich mein Handy. Und jetzt kann ich nur so grob auf die Uhr schauen, dass ich ungefähr so im Rahmen bleibe. Ja, man kann mittlerweile die wöchentlichen Sticker sehen. Das ist auch ganz interessant. Ja, gute Geschäfte, Level 10. Das mache ich jetzt einfach mal nicht weiter, weil ich gerade ein bisschen Geld kriegen will, deswegen warum nicht. Ja, ich habe hier zum Beispiel eine neue Sache bekommen. Und zwar so ein Kleid, aber das trägt grün gerade. Dann haben wir so einen Hasenrock und so ein Kram, aber auch nicht wirklich Nennenswertes. Ja. Und diesen, wie heißt das Ding? Code auf Englisch. Naja, auf jeden Fall für Männer. Dann habe ich noch, ich war mal so frei bei den Damen, ich wollte mir das hier kaufen, habe ich jetzt endlich mal, war das das? Ich muss gerade mal nachgucken. Also das hier habe ich mir gekauft, wie ihr seht. Das wollte ich nämlich unbedingt haben. Und dann dachte ich mir, ich kaufe mir das hier auch noch, weil das auch nicht schlecht aussieht, ne? Also finde ich ganz nett gemacht. So. Habe ich jetzt genug Sachen dafür? Ja. Ich musste nämlich eine Beziehungssache mal abschließen. Aber jetzt habe ich das auch erledigt. Aber sie kriegt trotzdem ihr altes Outfit wieder. Ich fände cool, wenn man hier einfach irgendwie auf altes Outfit oder so gehen könnte. Das wäre ein bisschen angenehmer. So. Jetzt mal gucken, wo diese Hose war. Da. Da hatten wir auch das sogar genommen, ne? Ja. Perfekt. So, dann spielen wir jetzt mal weiter. To-Do-Liste habe ich für heute bis auf das hier auch schon abgeschlossen. In der Mission, es ist ja mittlerweile dieses Azos-Event. Und da bin ich bei 5 von 11. Ja. Soweit, so gut. Ich habe hier übrigens bisher diese 4 Teile gekauft. Und ich kann ein bisschen mehr kaufen, sehe ich gerade. Ach, warum nicht? Und zwar holen wir mal das hier. Ne, doch nicht. Ach, ich habe nur 34. Ich dachte gerade, ich habe 560, aber ich habe 560 da reingesteckt. Ja, ich bin gerade dabei, dass alle eine kurze Schicht absolvieren, um dann die nächsten Asus-Events starten zu können. Die sind nämlich in 20 Minuten bei mir wieder freigeschaltet und dann dachte ich, ich nutze das mal aus. Ja, kommen wir zu Jonathan, der ist im DJ, jetzt Level 10 und hat halt diese Dinger hier. Ich weiß nicht, ich habe meistens immer großzügig, dass er besser in allen Karrieren ist. Dann haben wir diese gute Erziehungsmerkmale, ne? Dann habe ich auf Party das jetzt noch genommen. Warum auch nicht? Boah. So, dann schauen wir mal uns die nächste an. Unsere Blau ist mittlerweile auch Level 10 in der Heilmittelkarriere, nenne ich es jetzt mal. Hier haben anscheinend ganz viele Leute. Ja, sie ist so weit, das heißt, ihr fehlt noch ein Talent. Nee, doch, sie hat alle 4 Talente. Das heißt, unsere Sims können auch bald in Rente gehen. Huch, nein, minimier das hier doch nicht, meine Güte. Ja, auf Handy zu spielen und aufzunehmen ist schon ein bisschen komisch. Ja. Und dann haben wir sie hier. Sie hat übrigens dieses blaue Glitzerkleid an. Ich fand es ganz nett. Warum auch nicht, ne? Ja, deswegen hat sie das jetzt. So. Ach so, und hier können wir ein Merkmal wählen. Das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Aber es ist halt die Frage, wir müssen halt irgendwie was haben, was uns nützt. Und ich nehme jetzt auch einfach die Bonus-EP auf Partys, weil wir ja immer auf Partys gehen. Ich habe übrigens die Partys für heute schon. Nee. Top-Empfehlungen. Lissy, EA. Okay.
Gut zu wissen. Ich wollte hier auf die Partys gehen. 2 von 2. Ich habe mittlerweile 33 Küchlein. Sie brennt hier erstmal was an. Okay. So. Aber auch mit ihr. Sie ist jetzt bei was auf der Pfanne Level 8. Und hier haben wir diese Seelenpartnerbeziehung. Haben wir diese Geschichte schon? Ich weiß es gar nicht. Beste Freunde auf Lebenszeit, ein andermal. Wir haben abgeschlossen Nerdsprache und zweifelhafte Liebe. Okay. Besser spät als nie ist, glaube ich, neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Bei der Karriere hat sich auch was getan. Wir können jetzt Asus-Mode im Sucher. Dafür brauchen wir aber diese Erbstücke, die man durch das Asus-Event kriegen kann. Und dann noch fokussiert und furchtlos. Und Asus-Mode-Prognose. Ja, und hier warten wir halt auf das Klaviererbstück, ne? Was auch sonst. Ja. So, soweit zum Status der Sims. Jetzt gehe ich mal nach Hause. Ich habe überlegt, ich werde das hier wieder umbauen, weil mir gefällt das so nicht ganz. Ich habe jetzt erstmal, wo fange ich denn am besten mal an? Vielleicht bei den Kindern. So. Wir haben ja das erste Kind, Runa, haben wir es genannt. Dann habe ich ja noch eins gemacht, das ist mittlerweile auch schon erwachen. Genau, erwachsen, Luan. Dann habe ich mit der Grünen noch Kinder gemacht. Da haben wir einmal Clarissa. Ja, die hat auch grüne Haare gekriegt. Und dann haben wir noch Ramona. Mir sind gerade nicht so die kreativeren Namen eingefallen. Draußen wird es bald gewittern. Ja, zur vorherigen Generation. Oh, der ist eine eigene Generation, ist ja interessant. Mit dem war alles verbuggt. Der kam nämlich wieder in meinen Haushalt und dann konnte ich nichts mehr machen. Das war echt ärgerlich. Ich bin nämlich am Überlegen, also auf jeden Fall die beiden Blauen dann spielbar zu machen und dann auch die anderen Kinder nachzuholen, dass wir immer diesen Erziehungsbonus haben. So. Hier ist jetzt die Küche. Ich habe jetzt hier diese modernen Möbel zum Beispiel gekauft. Das hier oben schwarz gemacht. Und ich habe hier zum Beispiel meine Erbstücke noch im Flur. Da wollte ich auch mal schönere, ich sag mal, Abstelldinger haben. Wie zum Beispiel hier vorm Fernseher, wo das draufsteht. Da konnte man nämlich, glaube ich, auch drei abstellen, diese Kommode. Ja, und ihr seht ja, hier ist der Wohnbereich jetzt entstanden. Hier ist jetzt so ein kleiner Garten. Ich habe den jetzt mal hier zwischen gemacht. Da kommt man hier an den Gitarrenutensilien vorbei. Dann habe ich hier ein Kinderzimmer gebaut. Ich finde es auch eigentlich nett gemacht, das Kinderzimmer. Also, es ist süß gemacht, es ist im Grünstil, aber irgendwie, ich möchte wieder was Neues bauen. Dann habe ich hier nämlich noch ein Zimmer und noch ein Zimmer, aber irgendwie gefällt mir das so nicht. Und ich werde das jetzt wirklich so bauen. Also, hier ist dann halt noch ein Kinderzimmer. Ich werde es halt wirklich so bauen, dass wir dann halt eine Küche haben, denke ich mal. Dann fällt ein Raum hier schon mal weg. Dann ein Esszimmer, dann fällt der nächste Raum weg. Das Bad bleibt, ein Schlafzimmer bleibt und ein Kinderzimmer würde ich auf jeden Fall lassen. Und das Wohnzimmer ist dann ja schon, ja, das bleibt ja halt einfach ein Wohnzimmer. Und das hier wird dann der Eingangsflur. Jetzt bin ich da hingegangen, das wollte ich gar nicht. Das passiert, wenn man wild darauf rumklickt. Ja. Naja. Ein bisschen was im Familieninventar habe ich hier langsam auch. Also das sammelt sich so an. Ich finde auch schade, dass man das nicht verkaufen kann. Also so manche Sachen würde ich jetzt nicht verkaufen, aber gerade diese alten Möbel, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, diese Anfängergitarre, jetzt wo ich ja die fortgeschrittenen Gitarre habe, brauche ich die Anfängergitarre ja auch einfach gar nicht, ne? Deswegen ist halt ein bisschen blöd. Hier habe ich auch geguckt, dass ich das soweit vollständig kriege. Was ich nicht vollständig habe, sind die Sachen, wo man halt Simcash für ausgeben muss. Da bin ich ein bisschen geizig. Also ich speiz das Simcash, was ich bekomme, auch erstmal. Ich habe hier das Zwergenland mittlerweile mal vollständig. Wir können ja den Zwergenland-Teppich bald mal bauen. Ich will nur mal sehen, was für Farben der hat. Ob sich das lohnt. Ich finde den hier voll schön. Den hier finde ich echt schön. Das kann man so schön fürs Kinderzimmer benutzen. Man kann es ja trotzdem für ein Mädchen einrichten, auch wenn wir 4 Jungs bekommen oder so. Weil es ja egal ist. So, dann haben wir Gongs, super für Talisman. Und wir haben ja echt schon keinen Platz mehr, um die Talismänner hinzustellen, sehe ich gerade. So. Naja, Ultraflut, da habe ich mir halt nur die Badewanne gekauft, die halt Geld gekostet hat.
Und jetzt kann man... Ach, das konnte man vorher schon, oder? Gut. Verleiht Toiletten plus 2 Energieauffüllung. Weiß ich gar nicht, wie viel uns das bringt. Hier ist alles wieder mit Simcash. Was ich nicht schlecht fand, was aber sehr teuer wird, der modische Schnickschnack. Ich möchte dann fürs Esszimmer nämlich diesen Tisch hier uns mal gönnen. Den finde ich nämlich nicht verkehrt, dass man den halt so als Esstisch hat. Und ich meine, das sieht einfach edel aus. Das muss man sagen. Und da kann man so schöne Farbideen mit einbringen, was man halt farblich machen möchte. Ich finde ja, so ein rotes Esszimmer könnte man zum Beispiel machen. Warum nicht? Ne? Also das ist, was ich halt so langsam mal mit ansparen wollte, aber allein der kostet 5.300, wobei ich mir dieses Kleid für fast 8.000 halt auch gekauft habe. Ne? Ja, das hier ist jetzt nicht so mein Fall, muss ich gestehen. Ab hier kostet es, glaube ich, wieder Geld, genau. Also Simcash. Auch wenn die Sachen schöner aussehen. Und das haben wir noch gar nicht freigeschaltet. So viel dazu. Ja, also noch einiges, was hier noch ansteht. Ja. Erfahrung, bin ich so weit gekommen. Ich habe jetzt ja ein bisschen Geld ausgegeben. Ich überlege auf jeden Fall hier noch Land zu kaufen. Und zwar in diese Richtung hier. Dass wir dann den Abschnitt hier roden. Aber dafür brauche ich jetzt noch ein bisschen Geld. Ich habe zwar jetzt das Kleid gekauft, aber hey, ne? Also schadet ja nicht. Ja, ansonsten, ich sortiere regelmäßig die Freundesliste aus. Also ihr seht hier, also es ist ja nur für mich mein Daumen gerade im Weg, dass die Leute jetzt zuletzt online innerhalb der letzten Minuten, Stunden bis zu 2 Tagen, ich glaube eine mit 3 Tagen ist noch dabei. Ja. Naja, also die werde ich auf jeden Fall aussortieren. So eine Freundin von mir, also eine meiner besten Freundinnen hier, Aredra, die auch in den Vlogs mit vorkommt und so. Die hat mittlerweile auch mal angefangen, nachdem ich ihr davon erzählt habe, dass es das überhaupt gibt und sie voll aus den Wolken gefallen ist, dass sie davon nichts mitbekommen hat quasi. Und ja, ich bin mal gespannt. Die ist nämlich auch sehr aktiv am Spielen und ich finde es einfach auch schön, so den Fortschritt gerade von Freunden zu sehen. Also das finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Ansonsten war es das aber auch erstmal für diesen Part. Ich werde mein Haus ja dann umbauen, weil ich das ja echt hässlich finde. Ich werde gleich wahrscheinlich Diablo spielen und nebenbei irgendwie mal gucken, dass ich hier die Tagesschicht dann beende und diese andere Schicht da starte von diesem Asus-Event. Ein bisschen Zeit haben wir da ja noch, aber hey. So, wie das mit dem Sound ist, weiß ich nicht. Also auf dem iPad hat es ja nicht geklappt. Hier hat es sich so angehört, als ob der Sound dabei ist. Ich hoffe mal, wenn nicht, hört jetzt die ganze Zeit im Hintergrund wieder irgendeine Musik, die ich einspiele. Es ist besser, als einfach stumm nur dieses Gelaber zu hören, finde ich. Ja. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Den nächsten Part gibt es dann, wenn ich das Haus mal umgebaut habe, dass ihr euch das anschauen könnt. Nicht die Videos Ads ansehen, danke. So, und den nächsten Part gibt es dann, wenn ich umgebaut habe, dann zeige ich euch das nochmal. Dann werde ich auch mal wieder gucken, dass wir vielleicht eventuell mir fehlen die Worte, dass wir dann so die Erbstücke uns angucken. Also wenn die Sims in Rente gehen, dass wir das zusammen machen. Ich habe übrigens von außen bestylt, ne? So. Ich bin gerade stolz, dass mir in den letzten 10 Minuten jemand geschrieben hat. Und bevor sich das ändert, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.